Ja, hallo YouTube, hier haben wir Michael Chiplak und er ist zurück von Paris und er war ja Top 16. Wozu? Und wie war YCS? Zufrieden mit deiner Leistung? Ja, zufrieden. Ich meine, es geht immer besser, aber ich würde sagen, dass ich Top 16 rausgekommen bin, das hält den Teppich und es war ganz gut, würde ich sagen. Und du hast auch einen eigenen Artikel bekommen, hat man gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Oh, cool. Ja, und wir machen heute ein Deck-Feature über seinen Griffkeeper, weil die Deckliste auf der Coverage stimmt überhaupt nicht. Zum Beispiel Watcher. Gute Karte. Ja, sehr gute Karte. Unglaublich. Ja, vier Bottomless. Beste Karte. Ja, Maske überhaupt. Naja, wir fangen mal an. Also. Kaius. Das heißt was? Natürlich alle schönste Form, wie es gehört. 3 Abkömmling, 3 Kommandanten, 3 Anwerber, ein Assi, ein Guard, der eigentlich ist der Watcher. Also es ist eigentlich ein Guard. Darkhold, Book, 2 MST, 2 Tribute, beste Karte einfach. Ganz ehrlich, die war nicht so gut. Nee? Ich hab sie immer rausgebracht. Immer? Das brauchst du nicht. Das bringt. Außer First Turn bringt nichts. Ja, das stimmt, das stimmt. Zwei Teile Toten nur? Warum nur zwei? Weil ich selbst kommen kann. Im Nachhinein bedacht, ich bin 3-4 toll gewesen. Allein schon deswegen, weil ich gegen den Schuhmacher mit Jacobi verloren habe. Der einfach 3-4-Spiel spielt und ich nur 2. Aber ich würde sagen, mit 2 im normalen Game ist okay, aber im Board vielleicht ein dritter. Okay. 2 Stele. 3 Port of Duality. Ja. Mirforce. Rancher. Urteil. Oppression. 2 7 Tools, beste Karte einfach. Das stimmt. 2 Solemn Warning, 2 Prism. Und wenn sich viele fragen, warum hat das Chiplak gespielt? Warum hast du das gespielt, Chiplak? Nein, deswegen wollte ich 0 auf 15 Gravekeeper haben. Und die Karte habe ich schon immer gemacht. Und ich kann einfach schon viel, vor allem wenn man mit Kai's im Sideboard und Kai's im Main spielt, kann einfach mal so, ups, auf nichts kommen. Und sie hat einige Male Game gemacht. Aber ich muss sagen, man braucht es nicht unbedingt. Es ist mehr oder weniger eine Signature-Card von mir. Aber nachmachen nicht unbedingt, würde ich sagen. Was, wenn du die Karte nicht gespielt hättest, was hättest du das stattdessen gespielt? Also fix und dritte 7 Tools. Ja. Und eventuell ein Compulsory oder sowas. Okay. Dritter Schutz. Ja. Wie gesagt, nicht schlecht, aber nicht nachmachen. Okay. Einfach eine Signature-Card von Michael Chiplak. Ja. Und jetzt zu dem Side-Deck. 3 Cyberdrain. Warum spielt man 3? Viele haben nur 2 gespielt, habe ich gesehen. Ja, ich würde sagen, ich weiß aber, dass die Leute generell Cyberdrains boarden. Einfach weil sie mit Cyberdrains ziemlich über alle meine Monster drüber kommen. Außerdem habe ich gemerkt, dass das in Deutschland vermehrt jetzt das Karakuri-Plant sehr populär wird. Dann habe ich mir gedacht, 3 Cyberdrains, die töten das Deck einfach. Stimmt. Immer gut. Außerdem, wenn die Gegner das boarden, baue ich das auch. Du kannst Chimera-Trick und bekommst den 7, okay. Das war mehr oder minder ein vorbeugendes Board. Okay. 2 Kaius. Das da ist in Verbindung mit dem da. Und ich nehme an, nur gegen Samu und Gravekeeper Mirror Match. Ganz richtig. Gegen Samu muss man sagen, da gehört ein wenig Glück dazu, wenn man es zusammenzieht. Ja. Aber wenn man es hat, dann ist es extrem toll, wenn du kannst Schiene nehmen, Attack. Weil sonst hat ja Samu eigentlich Gravekeeper schlechtes Matchup gegen Samu. Eigentlich. Eigentlich schon. Ohne die Puppet Plants. Ja, natürlich. Aber ich wollte das Matchup verbessern, indem ich sage, das da kann nicht von Magetan aufgehalten werden, zum Beispiel. Ja. Aber ich habe mir gedacht, das ist einfach gut und sie werden auch nicht dieses Spice schnell los. Die zweiten Spice sind extrem dick und da kann ich nicht drüber gucken. Und gegen Gravekeeper ist es so generell perfekt, ja, wenn alle in der Spellklasse sind. Und alles, was ins Fernsehen Gravekeeper macht, macht dick Schaden. Und die Borden dann Tribute. Ganz richtig, das Borden dann aus, genauso wie ich. Big Spice. Die zwei waren ehrlich gesagt mehr unnötig. Ich würde sie nicht mehr spielen, ich würde sie irgendwas anderes austauschen. Patches? Weil du hast ja keine Patches gespielt. Patches ist eine gute Idee. Weil ich habe am Sonntag auch gespielt, Gravekeeper, ich bin auch 7-0 gerannt und habe halt nicht so ein Set-Deck, sondern ich habe mehr auf mit Patsche und Thunder King. Und die ist eigentlich unnötig, wenn du Patches hast, bringt genau dasselbe ein. Sorry, ich muss sagen, ich habe nicht gegen Saber gespielt. Wenn ich gegen Saber gespielt hätte, hätte ich sie geboren. Kein Saber, kein einziges? Kein einziges Saber. Ich habe ein Monster-Mesh gehabt. Dem habe ich das gebordet. Leider hatte ich gegen Monster-Mesh kein Tribute, obwohl er immer 6 Monster Starter gehabt hat. Ja, ist blöd, da wird Tribute gut kommen. Ja, wieder den zu spielen. Du hast doch trotzdem gewonnen, oder?
2 PTHs. Einfach als Schutz, oder? Die habe ich gegen Griffkeeper gefordert. Die sind gut, die sind ziemlich gut gegen Griffkeeper. Griffkeeper und gegen Gladi. Ja. Und gegen Anti, Anti auch. Ja. Und gegen Samu habe ich die unnötig. Gegen Kacke, dann habe ich sie jetzt mit 20 Zeit gegeben. Ja, und dreimal großen Match. Boah. Einfach Ultra Samu Hit. Obwohl ich jetzt sagen muss, die Power Plans und Kaios waren besser wie das da. Hast du alles auf einmal gebordert? Alles gebordert. Ich habe das da, 2 Kaios und 3 Power Plans gebordert. Die haben selten gebracht, ganz ehrlich. Aber sie waren nicht so gut. Aber ich will sie nicht missen. Also ich würde sie wieder reingeben, aber sie war diesmal nicht so gut. Gegen Gladien Monaco noch. Jetzt zum Extra-Deck noch. Ja. Da habe ich alles ziemlich random gespielt. Ja. Formula. 1+1=2. Aber wie kommt man auf Formula? Wie komme ich auf Nebelraupe? Creature Swap. Nein. Effektiv. Gamecoach, Creature Swap. Ah, du spielst kein Gale. Ja, viele spielen Gale deswegen. Ja, ich spiele genau Effekt Gale im Sideboard. Warum hast du kein Gale gespielt? Ich finde Gale nicht toll, ich wollte über Kairos haben. Achso, weil viele spielen Gale, weil sie dann auf die Schule kommen können, Nebelraupe und also so. Also mein Satz für Gale war mehr oder weniger der Greatkeeper Skat. Weil der Synchros viel effektiver los wird. Okay. Das ist sicher. Gale, keine schlechte Karte, das ist ganz nicht schlecht, aber ich mag ihn nicht so. Kataster. Also eigentlich ist es ein Standard-Synchro-Deck. Alles einmal, was irgendwie gut ist. Dass du einfach die Option hast. Ganz richtig. Rewatch spielst du auch nicht, oder? Achso. Ja, nicht nur Valley. Nein. Ja. Ich hab schon welche gesehen. Ja, gegen, die ist gut, der Gunity. Gegen kriegst du Leben. Ja. Ja. Nein, der kommt doch wieder. Einfach ein Standard, alles was gut ist. Ja, dies war halt wieder selber. Ja. Ich hatte keinen dritten, ich wollte es so gesagt haben. Okay. Ja. Abschluss, irgendwelche Worte? Ja, nein. Irgendjemanden grüßen? Ich würde gerne das ganze Team aus dem Aces, auch den deutschen Part aus dem Aces. Und der Schweizer Part, der eine. Und Lou. Und ich würde gerne Lukas Tiengrab, Lena grüßen. Ja, und hallo Österreich. Ja, das war ein exklusives Interview von Michael Ciplak. Ciao Leute. Ah ja. Hast du Aprikosenjoghurt gegessen? Am ersten Tag hatte ich 40 Joghurt, da ging ich nur zu 1. Am zweiten Tag habe ich Aprikosenjoghurt bekommen. Und dann gingst du zu 0? Nein, habe ich 1 verloren. Achso, ja, in den Topseiten. Ja. Na gut, das sind uns. Ciao, Leute.